Nach all diesen fantastischen Auftritten, kann man da noch was draufsetzen? Eigentlich nicht, aber es geht doch noch so ein bisschen. Ja, genau, nämlich die, auf die ihr heute wahrscheinlich alle auch schon wartet. Hier sind Roses! Mitverfolgt. Was ist denn nun die Meinung der Experten? Was sagt ihr zu unseren jungen Talenten? Also mega. Wir sind echt der Hammer. Schon nicht schlecht, ne? Also und ein extra Lob für die Kleine, der kam gerade. Die die ganze Zeit hinten rumgelaufen. Mutige Laune. Aber sehr geile Laune. Und hey! Hallo, alle Publikum super. Also ihr könnt das schon verstehen, dass sie total nervös sind, ne, vor so einem Auftritt. Wie geht ihr mit Nervosität vor dem Auftritt um? Ja, aber die haben gestern auch gesagt, dass die weniger aufgeregt sind, sondern dass die eigentlich wirklich eine Vorfreude haben, dass die Spaß dran haben. Da braucht man nicht aufgeregt sein. Ah, können das doch alles super. Okay, das ja, doch super, alle mega. Das ist aber lieb gesagt. Ihr müsst zum nächsten Termin eilen. Wohin geht's bei euch? Was ist euer nächster Auftritt? Ja, wir sind demnächst bei der Bambi-Verleihung. Aha. Da brauchen wir noch Aufnahmen fürs nächste Album. Und wir haben jetzt viel Promotion. Am 9. Dezember kommt unsere neue Single, The Gift. Ah, eine Weihnachtsballade. Das ist ein sehr schöner Song. Ich habe jetzt gerade deine Unterhose gesehen. Bitte? Ich habe gerade deine Unterhose gesehen. War das Absicht? Ja. Habt ihr sie auch gesehen, die Unterhose von Giovanni? Jetzt gibt schon eine Ruhe, Anastasia. Ich meine ja nur so. Wann kommt das neue Album? Das neue Album kommt jetzt.
Mitte März. Und wir haben jetzt halt eben nochmal die Weihnachtsversion von unserem Album rausgebracht. Teilweise auch mit den Liedern, die, oder mit den Songs, Entschuldigung, Shane. Mit den Songs, die immer auf den B-Seiten drauf waren. Das bedeutet, wenn wir eine Single hatten, wie Heaven Must Be Missing an Angel, hatten wir noch ein zweites Lied dabei. Und da haben die Leute nochmal gefragt, ob wir das nicht alles auf eine CD packen können, damit die beim CD-Wechseln nicht immer so über. Das habt ihr jetzt endlich für eure Fans getan. Das haben wir dann jetzt gemacht. Danke vielmals fürs Kommen. Roses! Dankeschön!